Hallo Leute, ich bin's einst trauriger Boy, 66. Nee, nicht mal mehr. Hallo. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part. Kingdom Hearts, Chain of Memories. Im letzten Part haben wir versucht, die Cloud-Karte zu bekommen. Spoiler, hat nicht funktioniert. Dafür haben wir ein paar andere Karten bekommen, die ganz okay sind. Also unser Deck ist ein bisschen besser geworden. Egal, ihr werdet das sehen, ihr werdet das erleben. Wir schauen erstmal weiter. Hmm. Huh? What's the matter? It's that creepy castle that I was talking about earlier. I know I didn't imagine it. 'Cause that was the castle where Sora had to use the Keyblade to free Kairi's heart. Then he just disappeared. And I was so worried. How could I ever forget that? Oh, it was when I turned into a Heartless. Wait, that happened in a castle? You forgot that? 'Cause I remember perfectly. Then what's it called? That's easy, it was. Somebody help me, is it in your journal? Every word. I finished the first volume right before we got to this castle. Now then, if I can just find it. Oh, here we go. Let's have a look. Oh, how could it be? What's the matter? Oh, my entries, they're gone. Every page is blank. What do we do? How could this have happened? I'm so careful with the journals. All that hard work is gone. The journal's blank. What's going on? Ja, exzellente Frage, Bruder. Was ist hier nur wrong? Wäre auch irgendwie ein bisschen dumm von diesen Leuten, die uns hierher geholt haben, wenn die einfach uns das scheiß Journal überlassen hätten. Dann wäre okay. Oh, dieses Lied. Ganz böse Erinnerung mit diesem Lied. Oh, es geht noch weiter. Something screwy. Journal pages don't just vanish. What if it's more things? Huh? Goofy was telling us about another castle we'd been to. But none of us really remembers it. Do you think? Could it be that we don't remember because we're losing our memories? Losing our memories? Hold on. Remember what that mystery fella said? In this place, to find is to lose. And to lose is to find. It must have been our memories he was talking about losing. So if we keep going, we'll lose more. Guess it really is Castle Oblivion. So the higher we go, the more we'll forget. Does that mean everything and everybody will be forgotten? Riku and Kairi too. Do you want to go back? Don't worry, fellers. We might forget about where we've been or what things we've seen, but we won't forget who our friends are. I don't know. Come on, Sora. When you turned into a Heartless, did you forget about me and Donald? Of course I didn't. There you go. No matter what happens, you won't forget your friends. Oh. You're right. Thank you, Goofy. So, if there's nothing here that can make you forget about your friends,
glad we have nothing to be scared of. Let's go! But when I turned into a Heartless, who was the one who took forever to notice and kept clobbering me? How come you couldn't forget about that? Diese Boys einfach. Ach ja. Episch sehr. Wie soll man das auch merken, dass der ein Herzloser war? Ist ein bisschen ungerecht hier, was dieser Schlüsseljunge hier uns erzählt, ja? So, wie sollte denn die Ente das wissen, Mann? Sah aus wie ein kleiner süßer Schattenleuch. Oh, ich mag Schattenleuche. Großer Fan. Okay, genug von Schattenleuchen. Lass uns weitergehen, Alter. Wo gehen wir als nächstes hin? Ich überlege gerade, wo gibt's gute Karten? Halloween Town, let's go. Halloween Town, immer eine nice Welt. Die ziehen wir uns jetzt mal rein an der Stelle. Da gibt's ja dieses Schlüsselschwert Katakuriga oder so. Was recht cool ist und ich glaube, ist auch relativ stark. Oh, hier gefällt's mir gar nicht, Alter. Ich werde hier wimmelt das nur so von Geistern. Halt dein Maul, Goofy. Na und, was haben wir schon zu befürchten? Man erschreckt sich nicht, wenn man darauf vorbereitet ist. Nicht mal echte Geister können uns jetzt noch das Fürchten lehren. Wenn die uns erspähen, sind sie diejenigen, die schreiend davonlaufen. Meinst du wirklich, Alter? Glaub mir! Willkommen in Halloween Town! Ah, scheiße, Alter! Yo, Goofys Schild hat so einen Riss. Habt ihr die Scheiße gesehen? Das war cool. Wow, das ist der beste Schrei, den ich seit Jahren gehört habe. Wenn du so leicht zu erschrecken bist, wird das ein Riesenspaß. Pardon, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Jack Skellington. Ich wohne in Halloween Town. Ich bin König der Albträume und Meister des Grusels. Wenn ihr also gerne richtig gruselig haben wollt, seid ihr hier goldrichtig. Weil wir nicht. Momentan gibt es in Halloween Town eher ein kleines Problem. Was für ein Problem? Naja, so eins. Nur oh, Nanny. Ah ja, dieser typische Halloween Jam, Alter. Dafür sind wir hier, Kinder. Jo, eigentlich hätte ich, soll ich das Ganze ein bisschen umswitchen tatsächlich. Ja, mach mal, das hier ist okay. Jack. Er kann aber nur wie Dolan zaubern scheinbar. Sogar noch schlechter, er zaubert halt einfach nur einmal. Voll scheiße einfach. Boah, Leute, mal erstmal ein fettes Folger. Wie sehe ich nochmal irgendwen an? Ah ja. Hau rein, Bruder! Wow, ich habe gehofft, irgendwie mehr zu treffen, aber okay. Hey, wir von dieser Karte mehr, ne? Dann könnten wir so einen coolen Move machen, aber nein. Kann man auch mal lassen, ist okay. Oh, scheiße. Diese Motherfucker hier drüben, er war riesiger Arschlöcher. Ja, gute Arbeit, Goofy. Diese beschissenen Pflanzen, er war richtig nervig. Fire. Au. So, wunderschön. Los, Dolan, bring sie um. Wir sind tatsächlich stärker als gedacht. Wir sollten wohl vielleicht ein bisschen in den HP-Skin im Bälder. Das ist ja, glaube ich, ganz cool. Hey, wieso nicht? Achso, warte mal. Ah ja, da haben wir den Sturmlauf. Ba, ba, ba. Erstmal mal gucken, wie zum Fick ich diesen Move hier überhaupt machen kann. Ja, tschüss. Und tschüss. So, reicht jetzt auch, ne, Kinder? Oh, Gigshack. Keine Ahnung, was der bringt, aber okay. Nehmen wir uns Vitalität an der Stelle. Ich glaube, das wäre nicht schlecht.
Was war das? Warum hast du den Herzlosen gerufen? Hab ich gar nicht. Ich wusste lediglich, wann sie auftauchen. Eigentlich würde ich sie ja sogar liebend gerne loswerden. Die Herzlosen greifen Leute nämlich an, anstatt sie nur zu erschrecken. Warum sind sie hier? Nur das Gleiche wollte ich eigentlich gerade Dr. Finkelstein fragen. Ich bin auf dem Weg in sein Labor, kommt doch mit. Ja, Bruder, lass gehen. Sora, was tun wir bloß? Wir sollen ihm wohl lieber folgen. Das gefällt mir gar nicht. Was, wenn er uns direkt zu den Herzlosen führt? Bingo, du hast Gedanken lesen. War nur ein Scherz. Let's go, Bruder. Lass gehen. Kleiner Entenjunge. Ja, okay. Oh, Terror gelernt. Okay, Beschwörungskasten und Jack oder Simba, Musch und Itemkarte. Okay, ich habe nicht mal zwei Beschwörungskarten gerade im Deck, aber okay. Juckt eigentlich nicht, aber okay. Kann man machen. Denn Halloween Town, Alter. Ba, ba, bam. Ja, Leute, wir jammen hier so ein bisschen durch den ersten Raum vor allem, aber dann werde ich einfach, ich sag mal, die Welt clearen und dann rennen wir einfach von einem Eventpunkt zum nächsten, denke ich. Ja, aber es ist ganz sinnvoll. Ah, ich hätte eigentlich direkt die eine Scheiße machen können. Egal. Ja, komm, mach einfach den Huse hier. Oh, Gravitas, Alter. Maschine hier. Los, Doran, bring sie um. Gute Arbeit, Doran. Du hast fast irgendwen getroffen. Ich meine, meinetwegen können auch die einfach nur kämpfen. Es ist okay. Oh, sogar gestochen. Leck mich fett. Ja, fast schon dafür, dass wir uns erstmal kurz heilen. Normaler ist Gravitas, trifft wieder niemanden. Oh, yeah. Also, war schon mal nicer mit den, Mit der Magie. Zufallsjoker? Bruder, was bringt der mir denn nochmal? Erfüllt alle Bedingungen, außer es werden Schlüsselkarten benötigt. Der Raum wird per Zufall generiert. Alter, ist hier richtig gut. Das wird später noch super nützlich sein für uns. Den behalte ich. Das sind aber die größten Arschlöcher dieser Pflanzen. Einfach weil die recht hohe Werte haben mit ihrer 6. Was ein bisschen uncool ist. Schade, wir kommen damit inzwischen ganz gut zurecht, aber trotzdem Hurensöhne, sogenannte. Ja. Kann man gar nicht anders sagen. Junge. Freeze. So, tschüss. Tschüss. So, Goofy, bring sie um. Alter, uns geht's aber gar nicht mal so gut. Muss ich ja fast ein bisschen aufpassen hier. Ja, komm, mach deinen Scheiß. Sehr schön. Ja. Ich werde nachladen müssen. Toll. So, tschüss. Ich hoffe ja darauf, ein bisschen gute Schlüsselschwerter hier zu bekommen. Das ist so mein Dream. Die Herzlosen hier sind halt schon Hurensöhne, deswegen ganz gut, dass wir das so früh machen, dass sie noch so schwach sind. Weil sonst können wir da vielleicht ein paar Probleme bekommen, ne, in unserem Leben. Ah ja, ich weiß nicht, Halloween Town. Ja, die Welt ist ein bisschen overrated tatsächlich, ne, und so über Kingdom Hearts spricht. Aber mein Gott, Halloween Town, absolut solide Welt. Fire. So, reicht jetzt auch, ne? Mogri-Raum, cool. Wenn ich nur ein paar mehr Mogri-Punkte hätte, Alter. Ich hoffe ja, hier ein bisschen was zu bekommen. Naja, wir werden sehen. Wir werden es erleben, okay? Oh, Leben, das ist gut. Wie gesagt, ich glaube, in den Scheißdingen, die wir werfen können, bringt mir eh nichts da, irgendwas zu tun. Aber okay, whatever. Au. Bruder, stirb. Okay, dann nicht. Gut, diese Dinger sind einfach unzerstörbar. Alles klar. Gut zu wissen. Verdammte Scheiße. So,
Zack. Vielleicht soll ich mal eine neue Kombination lernen. Vielleicht war das auch eine nice Sache. I don't know. Bodenlose Dunkelheit, auch ein richtig cooler Raum tatsächlich. Einer, der in jeder Welt gleich ist, ist nämlich einfach absolut dunkel. Und es gibt einfach scheiß viele Herzlose. Und es ist einfach ein riesiger Raum. Das ist ganz nett. Würde ich fast behaupten. Ja, vielleicht kriegen wir noch mehr Jack Khan. Ich spare mir die mal auf. Dann macht er vielleicht irgendwas Nützliches in seinem Leben. Ja, reicht jetzt auch, ne? Mit eurer Scheiße da. Bam, freeze. Warte, wir heilen uns nochmal. Oh, und die Scheiße da nehmen wir uns auch nochmal mit. Bruder, bring ihn mal um hier. Oder auch nicht. Absolut nutzlos, dieser Skelett, Junge. Heftig. Naja. Er hat mich doch gestochen, aber egal. Tod ist tot, Bruder. So, kannst du sterben? Nein? Okay. Das Ding kann aber nicht sterben. Ich hab's probiert, Leute. Ich hab ihn nett gefragt. Hallo? Ah ja, hier. Boah. So, zack. Stirb! Oh, okay, ich dachte, es kommen einfach noch 30 Herzlose. Manchmal ist das einfach, geht das einfach richtig schnell so. Will ich den Betäubungsschlag haben oder will ich mehr HP? Ich habe das Gefühl, wir sind einfach eine absolute Glaskanone. Wir nehmen mal mehr HP. Wir können ja auch noch so richtig gut Zeug lernen. Also, Kombination. So ist auch nicht. Boah, lecker. 30 Punkte nehmen wir auf jeden Fall mit. Taucht er auf, wenn ich hier reinkomme? Yo, korrekt. Jetzt wirst du sterben, Mumienjunge. Ich finde das Design so cool von diesen Viechern. Also jetzt von diesen Mumienherzlosen. Von den Fliegenden eher weniger. Was aber okay ist. Aber die Mumienherzlose? Das sind aber meine Brüder. Schon wieder ein Zufallsjoker. Alter, die sind super selten eigentlich. Richtig lucky heute. Heute einfach absoluter Glückstag, Jungs, Mädels. Ja gut, Leute, ihr seht, ne, so sieht die Map aus. Ich werde jetzt einfach alles hier klären. Und dann sehen wir uns einfach, wenn das einfach alles fertig ist. Bis gleich. Leute, ich habe hier einen friedlichen Schatz. Mal sehen, was drin ist, Alter. Und? Oh, Mirakel mit Makel. Karte Jack, Bambi, Eis und Itemkarte. Steuere Karten nach und setze in den Ladezähle zurück. Doch alle werden geheilt. Oh, das ist ja richtig krass, Alter. Ich brauche wohl ein paar Bambi-Karten an der Stelle. So, Leute, ich habe so ziemlich alles umgebracht. Ja, wir sehen, ja. Also, es gibt noch einen hier, bodenlose Dunkelheit. Da habe ich nicht alles getötet, weil es eh nur Schattenleuchten sind, die mir kaum was bringen. Deswegen, fuck it. Ja, jetzt haben wir hier rein. Also, wir brauchen 5 und 7. Okay. Ja, bodenlose Dunkelheit. Raum der Begegnungen, Junge. Weg damit, Alter. Setzen wir mal direkt rein für die heftige, krasse Story von Halloween Town. Aber ihr seid bereit dafür. Spoiler. Wird überhaupt nicht krass. Oh boy. Darf ich euch Dr. Finkelstein vorstellen? Das weltgrößte Genie. Oh ja, finde ich, bin ich ja zu clever. Ich fürchte, ich habe etwas Schreckliches erschaffen. Ah, was denn? Ich habe diesen Verwandt. Na, habt ihr schon mal Gedanken über wahre Erinnerungen gemacht? Wie mein? Weißt du, mein Junge, unsere Herzen sind voller Erinnerungen. Aber nicht alle entsprechen der Wahrheit. Das Herz ist kein Aufnahmegerät. Selbst wichtige Erinnerungen wandeln sich mit der Zeit. Sie verzerren, schwinden und hinterlassen einen Schatten dessen, woran wir uns erinnern möchten. Ist etwa das, was mit mir gerade passiert? Das passiert jedem. Manche Erinnerungen wären hässlich, andere umso schöner. Wenn wir unsere wahren Erinnerungen finden würden, wäre die Welt völlig anders. Ich habe einen Trank aus Vergissmeinnicht gebraut.
der unsere wahren Erinnerungen zurückholt. Hat es geklappt? Nun genau, das ist ja das Problem. Als der Doktor an den Trank gestuppert hat, tauchten überall Herzlose auf. Oh je, das klingt nach einem gescheiterten Experiment. Nein, ich mache keine Fehler. Ich muss den Trank nochmal prüfen, um zu sehen, was falsch gelaufen ist. Okay. Aber leider ist er weg. Hat ihn etwa jemand geklaut? Das war sicher Sally. Jack, du musst sie finden und mir meinen Trank wiederbringen. Mach ich. Kann ich mit? Wozu? Ich möchte mehr über die wahren Erinnerungen erfahren, von denen der Doktor sprach. Super, machen wir uns auf die Suche nach Sally. Ist mir scheißegal, was du willst, Kid. Schlüssel der Fügung. Aber ihr seid bereit, euch zu fügen, Kinder. Können wir direkt hier durch? Ne, na, okay, dann muss ich hier nochmal, ja, nochmal zurück. Genau, hier habe ich ja nicht alles umgebracht. Hier sind noch ein paar kleine süße Schattenlurche. Guck mal, Alter, voll der süße kleine Fratz. Also halt legit einfach nur Schattenlurche, die niemandem was Böses wollen. Deswegen, warum sollten wir sie verletzen, Leute? Achso, Leute, ihr habt Betäubungsschlag gelernt. Guck mal, Alter, pass auf. War einmal dieser Finisher aus Kingdom Hearts 1, falls ihr euch erinnert. Ich glaube, sogar einer der ersten, die wir so gelernt haben, was aber richtig krass war. Ja, laden wir unseren Scheiß direkt auf. Und Schuss mit den Schattenleuchten. Weg mit der Viecher! Bye. Eigentlich super geil, um Raumkarten zu farmen, aber brauchen wir halt gerade wirklich nicht. Also juckt eigentlich eher weniger die kleinen Schattenleuche. Wir gehen mal direkt weiter. Irgendeine grüne Karte, okay. Ja, hier. Stunde der Begegnungen. So eine Scheiße. Da bist du ja, Sally. Dachte mir schon, dass du hier bist. Wer sind denn deine Freunde? Sie interessieren sich für wahre Erinnerungen. Du hast den Trank, oder? Ja. Ja, schön, dann gib mal her. Gibst du ihn uns wieder? Wenn du darauf bestehst. Aber ich habe Angst. Der Doktor hat nur daran gerochen und schon sind die Herzlosen aufgetaucht. Was passiert wohl erst, wenn jemand davon trinkt? Machst du Witze? Was könnte spannender sein? Ich mache mir Sorgen, Jack. Gibt es denn keine andere Lösung? Du hast irgendwie immer Sorgen, ist so ihr Ding. Keine Idee, Jack? Mir fällt nichts ein. Mir schon, her damit! Alter! Body check die Alter einmal weg. Nani, der Trank! Ogi, du schon wieder! Jack, wo bleiben deine Manieren, Alter? Ich helfe euch nur dabei, den Trank gut zu nutzen. Ihr solltet mir dankbar sein. Bereits einmal schnüffeln tauchen die Herzlosen auf. Was wohl passiert, wenn ich alles auf Ex trinke? Das wäre schaurig. Oh, Magic. Gegen Oogie Boogie hast du keine Chance, Alter. Ah, Herr Winter wird schon bald Schmerz und Verzweiflung jenseits aller Albträume erleben. Schmerz und Verzweiflung? Oogie, du Monster! Los, Jack, wir müssen ihm nach. Ja, machen wir. Schlüssel des Seins. Seid ihr auch schon Leute oder eher nicht so? Los geht's! Wo mit mir? Dahin, ne? Ja, ja, genau. Oder? Aber ja. Nee. Gar nicht. Da lang. Absolut verloren, der Junge. Hier, ne? Ja, nee. Ein weiter. Da brauchen wir noch, diese Schatzkarte. Die habe ich aber immer noch nicht bekommen. Nicht einmal. Was krass ist. Ich glaube tatsächlich, Halloween hat irgendwie was Cooles dafür bekommen. Irgendwie eine Kombination oder so. I don't know. Irgendwie sowas. Okay, kleiner als 3.
Ja, hier, nimm mal die bodenlose Dunkelheit, die ist eh scheiße. Ah, das heißt scheiße, die ist halt gut, um Raumkarten zu fahren. Weiß nicht, vielleicht werden wir die noch gebrauchen können. Egal. Was geht, Bruder? Ugi, gib uns den Trank. Ihr Narren wisst nicht, dass was Schluss ist. Er ist herumgerannt, er war mich ganz schön durstig. Ugi, nein! Ja, doch, Alter. Boah, hör mal rein mit der Scheiße, Alter. Das war ich reingelüppt. Ex. Nani. Oh, ist geil, Alter. Was ist das? Was? Da stimmt was nicht. Irgendwas weint gerade in mir auf. Etwas Unheimliches. Okay, was ist los? Nein, zurück mit euch! Junge, der hat was deine Tage bekommen. Oh, die Mucke! Ich mach sie euch ein bisschen lauter. Lauter! Dann müssen wir ihn stechen. Oh, und dann diese Scheiße hier kaputt machen oder so. Ja, nee. Halt die Fresse. Zack, zack, zack. Oder auch nicht. Goddammit. Hör auf, so eine nervige Bitch zu sein. Oh, wir können ja jetzt durch. Wir müssen ihn stechen. Und dann können wir hier vernünftig durchgehen. So war das. Fire! Mach mal keinen Miesen jetzt, du Arsch. Ja, nee. Ich kann einfach das machen und dann ist er aber direkt gebumst. Diese Mickey Khan sind einfach nice. Dün, 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 dün. Fire! Ja, aber mit der kleinen Scheiße hier weiter, ne? Schadet ja nicht, Leute. So, mach deinen Scheiß, ist okay. Das hat gar keine Chance, wenn man weiß, was man gegen ihn machen kann. Wow, böser Junge. Ja, nee. Nix all baby, Junge. Halt aber dein Maul und stirb. Oh, ich habe eigentlich gehofft, irgendwas Stärkeres machen zu können, aber okay. Dann halt nicht. Fire! Na komm, stirb! Los, Junge, töte ihn! Wie nutzlos. Dün, 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 dün. Ja, ist okay. Mach mal deinen Scheiß. Ist aber so ein Joke, dass man das aber alles so locker stechen kann. Okay, bringen wir ihn um. Du hast die Ehre, Skelettjunge. Korrekt. Easy peasy, leichtestes Spiel der Welt. Ich glaube, seine Feindeskarte ist gar nicht so scheiße, die von Oogie Boogie. Also, gut für uns. Wow, er war nicht mein Level up wert. Bin ich überlevelt? Wer weiß. Oogie Boogie, Alter. Ich glaube, das ist sowas wie Regener, dass wir uns halt immer wieder regenerieren können. Voll nice. Oogie Boogie, dieser Mistsack. Er hat meinen kostbaren Trank fast ausgetrunken. Es sind nur noch wenige Tropfen übrig. So, frag doch den Doktor, ob du den Rest trinken darfst. Nein, lieber nicht. Warum denn nicht? Wirklich schade. Wäre sicher ein tolles Experiment geworden. Also, Doktor, willst du denn nicht mehr über die wahre Erinnerung erfahren? Natürlich, am liebsten sofort. Aber da ist dieser Axel, dem ich versprochen habe, die Wahrheit selbst rauszufinden. Ich verstehe das nicht. Als ich ihn Trank inhaliert habe, ist er herzlos erschienen. Als Oogie ihn getrunken hat, hat ihn die Angst übermannt. Was bedeutet das? Das heißt, der Trank war ein Fehlschlag. Nein, Oogie muss seine wahren Erinnerungen wiedergefunden haben. Sprich, wahre Erinnerungen bringen das Herz durcheinander? Und bewirken dabei Unvorhersehbares. Und was ist mit mir? Was sind meine wahren Erinnerungen erwachen? Vielleicht geschieht etwas noch viel Schlimmeres. Aber das sind alles nur Vermutungen, die weiteren Erforschungen bedürfen.
Was ist los, Sora? Macht dir die Theorie des Doktors Angst? Ja, ein bisschen. Freut mich zu hören. Furcht und Unsicherheit sind Zeichen eines starken Herzens. Sie treiben dich an, geben neue Richtungen vor, lassen dich Wagnisse eingehen. Ohne diese Stärke wäre deine Lebensfreude dahin. Genau wie der Nervenkitzel und glaub mir, das würde mir den Spaß verderben. Danke, Jack, daran werde ich denken. Ja, na dann, viel Glück, meine Herren. Möge der Spaß und der Furcht ewig andauern. Ja, ja, genau. Bedia zur Ruhe, Alter. Was ist der Scheiß, der labert? Oh. Königsanhänger, aber wir haben auch Kukubierter bekommen. Ich glaube aber eher nicht so nützlich. Halt 1er und 2er oder so ein Scheiß. Oh, Alter, ist ja noch Mogelpunkt, lecker. Die schmecken besonders gut. Ja gut, Leute. Ich würde aber sagen, das erstmal für heute. Von Kinemats Chain of Memories. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, eure Erinnerungen sind auch richtig eingechained. Tschüss, Alter.